Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Nexomon Extinction. Wir sind in der Kathedrale des. Ja, gute Frage. In welcher Kathedrale waren wir denn hier nochmal? Wir suchen eine Hexe, die uns etwas über den Tyranten des Lichts erzählt. Oh, hier ist ein Hexer oder so. Zumindest ein Wanderer. Hey, wer ist da? Der Zutritt zu Lady Elisas Villa ist untersagt. Elisa? Ist das die Hexe von diesem Ort? Lady Elisa sagte mir, ich soll nur Leute reinlassen, die ihre sehr geheime Nummer kennen. Nur dann könnt ihr rein. Nun ja, ein Versuch ist es wert. Die Zahl liegt zwischen 1 und 10 Millionen. Good luck. Na los, versucht die Nummer zu erraten. Als ob. 7? Ach so. Ja. Unmöglich! Das stimmt exakt, die Zahl ist 7.382.123. Willst du mich veralbern? Der Einlass in Elisas Villa sei euch gewährt. Geht nur, Freunde. Mein Name ist Alfred. Alfred, so ein typischer Name, oder? Vielleicht bist du der Hellseher hier, Moritz. Ja, wir gucken mal eben hier rechts, weil hier haben wir zum Beispiel noch einen Erz. Eine leckere Scherbe. So. Was haben wir hier? 20 Münzen, auch sehr schön. Erstmal hier Gräber plündern. Wer kennt es nicht, ne? Wer schleicht nicht nachts auf Friedhöfen herum und klaut da Sachen? Richtig, jeder macht das. Jeder. So. Elisa, wo bist du? Es ist unglaublich leise hier, oder? Zu leise. Elisa ist ein Geist, oder? Ich könnte mir es auf jeden Fall gut vorstellen. Wir gehen mal erst nach rechts. Wir gehen erst nach rechts. Oder ist Alfredi? Oh, hallo Moritz, wie geht's? Wie gefällt dir dieser verfluchte Ort? Viele Thema kommen her, um Psycho und Geist Nexomon zu fangen. Du solltest ja auch welche holen, Kumpel. Wisst ihr, ich wollte schon auch immer ein Thema werden wie ihr. Was hätte ich denn davon auf? Nun ja, ich kann mir keine Nexotraps kaufen, weil der Besitzer des Marktplatzes ist. Er ist ein sprechender Hund. Er macht mir Angst. Ich hasse Hunde. Sie sind die Schlimmsten. Natürlich, ich verstehe, Alfred. Ich sag dir was, Moritz und ich werden dir ein paar Nexo-Traps besorgen. Und dann kannst du ein Thema werden. Wirklich? Das wäre ja großartig, ihr beide seid die Besten. Ich werde genau hier sein und weiter hoffen. Lass uns ihm ein paar Nexo-Traps besorgen, Moritz. Es ist das Mindeste, was wir für eine Person tun können, die quasi lieblos recycelt wurde. Wie viel wir denn haben? Wasser, haben wir eine Wasser? 10! Okay. Oh, ich habe selbst keine 10. Sorry, da muss ich noch ein bisschen suchen. Ich dachte, ich hätte mindestens 10. Wie viel haben wir denn? 9 oder was? 8 haben wir, okay. Sorry. Ach Gott. Der will 800 Geld von uns haben. Aller Schwede. Oh, das ist eine Wasserbändigerin. Hallo Moritz, ich hab dich und dein Haustier erwartet. Du musst Elisa sein. Ja, die beste Heiserin der Welt. Das ist nur ein Kind. Oh, das ist nur ein Kind. Woher sollen wir wissen, ob sie uns wirklich helfen kann? Ich wusste, dass du 700, 300, blablabla schätzen würdest. Du willst den Tyranten des Lichts finden. Jemand hat versucht, dich zu entführen. Wir leben in einer Nintendo Switch. Warte, was hast du denn da am Ende gesagt? Einige Banditen haben versucht, euch zu kidnappen. Okay, was kannst du uns über dieses Relikt sagen? Oh, ich weiß alles über den Tyranten des Lichts. Ich habe aber gerade keine Lust, euch zu helfen. Ihr habt meine Stadt gesehen. Ist euch nicht etwas Merkwürdiges aufgefallen? Etwas Merkwürdiges in einer verfluchten Stadt voller Geister? Hättest du das gedacht? Dann komme ich jetzt zur Sache.
Als ihr Narren angekommen seid, sind die wilden Nexemann in der ganzen Stadt wahnsinnig geworden und ein Chaos ausgebrochen. Dieser Ort wurde wortwörtlich von einem Nexemann-Friedhof erbaut. Was hast du anderes erwartet? Wieso ist das unsere Schuld? Es gibt keine Zufälle, Schwachkopf. Das ist euer Werk. Ihr wollt meinen Rat? Behebt, was ihr angerichtet habt. Drei Monster. Schopp, schopp. Lass uns in die Stadt abchecken und schauen, ob wir jemandem helfen können. Suche in der Zitadelle nach merkwürdigen Geistern. Alles klar. Okay. Sehr interessant. Ich muss sagen, die Quests, die sind ja auf jeden Fall besser als in MMORPGs. Das kann man sagen, aber... Okay, mal sehen. Elisa sagte, drei Geister würden Probleme verursachen. Du? Ah, also hast du Elisa getroffen, ja? Sie kann ziemlich kratzbürzig sein, aber wir sind darauf angewiesen, dass sie diesen Fluch bricht. Okay, das sind ja keine Nexemon. Wir sind hier in Nexemon. Warte, wir gehen einfach erstmal nach links. Ah. Da ist ein Affe oder so. Mit vier Armen. Nee, doch nicht mit vier Armen. Bleib zurück! Bleib zurück, du Monster! Du denkst, ich hab Angst vor dir. Nimm das! Du magst stärker sein, aber ich hab die legendären Beine. Ah! Wow, die Entwickler dieses Spiels müssen echt wenig Geld haben. Worauf wartet ihr noch? Helft mir, bitte! Okay, Zeit für einen Kampf! Oh Gott, ich habe mein Pokémon nicht geheilt. Mein Nexemon nicht geheilt. Glatteis. 22 ist gut. 22 ist super. Fendiose, schade. Du bist leider weg. Oh Gott. Ich bin nur noch in hier. Ich glaube, ich muss mein Pokémon, mein Nexemon gleich mal eben heilen. Weil so wird das, glaube ich, nichts mehr hier. Warte, wir machen lieber Explosion. Das macht, glaube ich, mehr Schaden. Nee, macht gar nicht. Macht es gar nicht. So. Team. Okay, okay. Wir kommen gleich wieder. Wir müssen mal eben hier heilen. Am besten in der Hauptstadt. Und da ist das, glaube ich, direkt daneben. Muss ich noch nicht so weit laufen. Hallo. Ja, danke schön. Ganz, ganz schnell wieder zurück. Und dem armen, armen Typen helfen. Der tut mir echt leid. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, nach links war das, ne? Ja, müsste. Ja, perfekt. Da ist auch was. Okay, A gedrückt halten oder so. Klappt das? Oder B gedrückt halten? So, da stehen sie sich wieder gegenüber. Kann ich das überspringen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Tut gerade nur noch A, 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 A. Ob es schneller geht, weiß ich nicht. Fühlt sich nicht danach an. Fühlt sich nicht danach an. Aber egal, wir sind da jetzt eben im Kampf. So, komm her, Monkapo. Und du machst... Super, verfehlt. Hä, der hat jetzt mehr Lebenspunkte. Vorher hatte er 95. Ist ja hier auch wieder Cheat. Cheat auf dem höchsten Niveau. 100 Lebenspunkte. Ich habe gerade nur 38. Ist das so unfair, oder? Ist das unfair oder ist das unfair? Egal. Super, Gekoko. Du machst das echt gut. Muss ich dir aber immer sagen. Aua. Nehmen wir dich. So. Du machst hier. Machst du Doppelhieb? Ja, komm. Mach mal Doppelhieb. 10 Schaden, super. Wie viel macht das normal hier? 8. Dann bleiben wir bei 8. Und das müssen wir dann schaffen. 13. Oh, super. Oh Gott, kritisch. Ja, ist klar, dass du doppelt angreifst. Bist du denn für einer? Dann nehme ich dich.
und mach Explosion bitte. Ach, er ist müde, das ist schön. So, weg mit dir. Ich bin zu alt für sowas. Gute Arbeit, mein Freund. Ich bin übrigens Ron. Dieser verdammte Geist hat mich bereits zu Lebzeiten verfolgt. Du hast den Kammerschlüssel erhalten. Oh, habt ihr noch nie von Spencer Schätzen gehört? Vor Jahrhunderten bauten ein sehr reicher Thelmer 9 unterirdische Kammern, die über die ganze Welt verteilt sind. Du brauchst Schlüssel wie diesen, um sie zu öffnen. Die Bunker beinhalteten jeglichen Art von Schätzen, natürlich nicht mehr sehr nützlich für mich. Sagst du uns, wir sollen die Schätze eines Verstorbenen plündern? Ich nehme den Schlüssel gern zurück, wenn du ihn nicht wollt. Nein, alles gut. Hey, so gelobe ich mir das. Wenn ich mich richtig erinnere, liegt ein solcher Bunker östlich von hier in einer Höhle versteckt. Viel Erfolg, Kinder. Vielleicht sieht man sich nochmal. Nie ohne. Also rechts. Okay. Mal schauen. Wir sind noch nicht fertig. Elisa sagt, es gäbe 3 Vorfälle. Lass uns weitersuchen. Okay, rechts also. Oh, eine Psycho-Trap. Das ist cool. Warte, sind hier oben auch noch Häuser? Nee. Was wollte der Typ denn hier? Hier ist doch fast nichts. Nee. Nach unten geht's auch noch. Achso, da geht's wieder zu den Nexomons. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder nach rechts. Oh, warte, da im Grabstein lag noch was. Der Part wird ja außerdem so circa 45 Minuten lang. Da, ja. Da ich das Spiel auch irgendwann mal durchhaben will. So, da gehen wir nach rechts. Aha. Komm ich hier durch? Hilfe, Hilfe, dieses Monster da greift. Ja, ich würde da gern durchgehen, ja. Willst du mich verarschen? Okay, dann gehe ich mal. Soll ich mein Ding heilen? Ah, nee, wir probieren es mal eben so. Wenn wir da hinkommen. Doch, kommen wir. Sehr gut. Sehr gut. Hat ein bisschen was von Melmetern. Ja. Geheimtechniken. Du hast vielleicht jeden anderen getäuscht, aber nicht mich. Ich kann hinter eurer Fassade sehen, Moritz. Wer redet da? Oh Gott, der hätte noch mehr Leben. 24. Oh mein Gott, frier bitte ein. Schade. Er macht Zwillingsdings. Okay, bist nicht schnell genug. Alter, hat er viel Leben. Da brauche ich eigentlich jedes Nexomon tatsächlich. Und das ist Geist. Okay. Wir machen einfach mal weiter mit hier Explosion. Fehlgeschlagen, perfekt. Ich meine, zwei haben jetzt richtig guten Schaden gemacht. Heißt, es liegt jetzt an euch hier. Schwarze Flamme. Gut. Sehr gut daneben. Sehr, sehr gut. No, oh, 19 tat natürlich sehr weh. Okay. 7, 30, oh. 22, oh mein Gott. Müde. Perfekt. 7. 18, aua. Oh, Rabibub. Ich glaube, das ist deine Chance, hier mal zu glänzen, ne? Psychobombe. Er ist müde. Du machst 11 Schaden. Oh, sehr gut. Sehr gut gemacht. Rabibub. Boah, das sind Erfahrungspunkte. Wie es sich gehört. Das war echt merkwürdig, oder? Er hat eben so geredet, als wärst du super böse oder so. Was du nicht tust, richtig? Mal schauen, wir sind noch nicht fertig. Elisa sagte, es gäbe 3 Vorfälle. Lass uns weitersuchen. Ja, mit meinem Alpaka hier hinterm Haus, hinterm Ding. So, ich muss jetzt aber nochmal heilen gehen, weil ich glaube, mit Rabibub kann ich das nicht alleine schaffen.
gerne Gekyoko mal endlich entwickelt sehen. Es wird mal langsam Zeit, oder? Ich meine, wie vierte Folge ist das? 7? Oder 8? Ich weiß es nicht mehr. Nächstes Mal kommt zu selten auf den Kanal. Aber es hat damit zu tun, dass ich jetzt in letzter Zeit auch nicht lang aufnehmen konnte, weil ich morgens früh die Zeit genutzt habe, um eine Lego Winkelgasse zu bauen. Die habe ich aber jetzt fertig. Deswegen müsste es sich jetzt eigentlich alles wieder ein bisschen verbessern. So. Aber wo konnte denn hier jetzt nur einer sein? In einem Haus vielleicht? Ne, da geht's schon wieder raus. Geht's rechts noch weiter? Weiß es nicht. Geh mal gucken. Ob hier was ist. Hier ist nichts. Okay. Obwohl, da hinten ist noch ein Haus, ne? Was willst du? Hm? Oh, nee. Eigentlich nicht. Oh, da ist ein Schatz, Leute. Da ist ein Schatz. Eine Pfirsich. Sehr schön. Aber hier ist auch niemand. Soll ich mal hier ein bisschen weiter runtergehen? Hier ist nämlich nur ein... Ah, hier kann man sich heilen. Und hier haben wir, glaube ich, noch eine. Oh, der Marktplatz wird angegriffen. Hilfe, ich kann mich nicht um das Ding dort kümmern. Ich werde kämpfen. Huh, du wirst kämpfen? Okay, los, ich zähle auf dich. Viel Glück, du kannst es schaffen. So, jetzt kämpfen wir gegen Fulikurs. Geist, wir machen mal Blitz. Das ist, oh, die macht nur 4 Schaden, das ist natürlich sehr schön. Ne, oh Gott, ich bin nervös, das ist nicht so schön. Als ob ich jetzt nervös bin. Okay, Koko, ist das dein Ernst, oder was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Alter Schwede, ey. Hallo, Koko, danke. Alter Schwede, ey. Das ist einfach nervös. Was soll ich da denn machen, hä? Ne. So. Du machst bitte geschossen ab. 10, perfekt. Verfehlt, sehr gut. Sehr gut, komm, komm, du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich glaube wirklich an dich. Danke. Danke, kleines Ding. Level up? Nee, ne? Schade. Du hast es geschafft, du hast meinen Laden gerettet. Bitte nimm das, es sollte dir in bei deinen Abenteuern helfen. Oh cool, 2 Geist-Traps. Ja, danke. So. Mal schauen. Oh, ich glaube, wir haben uns um alle 3 Vorfälle gekümmert. Wir sollten mit Elisa sprechen. Jetzt wird sie uns endlich helfen. Wir müssen mal kurz hier gucken. 97. Sollen wir uns einfach ein paar kaufen? Ich meine, was sollen wir denn anderes kaufen als das hier, ne? Obwohl, ein bisschen Geld würde ich vielleicht doch behalten. Kaufen wir uns 15, weil 10 müssen wir abgeben. Für den netten Herrn in der Villa. Wir gehen aber auch noch eben uns heilen. Was ist denn das da rechts eigentlich? Na, ziemlich wird. Wer bist du? Wenn du denkst, dass diese Stadt es schlecht hat, warte mal, bis du siehst, was ist... Ah, okay, was ist aus deiner Heimatstadt geworden? So, was gibst du mir? Nee, hab ich nicht. Hab ich leider nicht. So. Ich würde noch ganz gerne in die Häuser hier rein. Gesperrt. Gesperrt. Die sperren da links ab. Hier kann man noch rein. Und da hinten ist was. Die tanzt da, oder? Tanzt die da? Vorsicht, Abenteuer, hier gehen schreckliche Dinge. Vorsicht, ein verfluchter Baum, der sprechen kann. Hört nicht auf ihn. Okay. Sehr, sehr interessantes Gespräch habe ich da geführt. Wir sollen nicht auf den Baum hören. Mhm. Okay, wenn sie das sagt, dann wird das wohl stimmen. Aber wir gehen erstmal zur Hexe Lilly. Hieß die Lilly? Nee, ne?
habe den Namen vergessen. Es tut mir leid, kleines Mädel. Obwohl, wir gehen erstmal zu ihm und geben ihm 10 Nexo-Traps. Da freut er sich. Ist eigentlich ein Geist, ja, ne? Hey Moritz, hast du mir Nexo-Traps gebracht? Akzeptieren. Ja. Wow, du hast mir diese Nexo-Traps gebracht. Dank euch werde ich ein richtiger Tamer. Ja, aber jetzt muss ich lernen, wie man mit Nexomon kämpft. Ah, wie wär's, wenn wir uns in den Feldern im Osten treffen? Da gibt's eine Menge Platz, um mir was beizubringen. Komm schon. Okay, können wir gleich machen. Osten. Er hat uns nicht für die Nexo-Traps bezahlt. Aber gut, zumindest scheint er sehr aufgeregt zu sein, ein Tamer zu werden. Treffen wir ihn außerhalb der Stadt, Moritz. Ja, das machen wir gleich, aber erstmal möchte ich mit der Hexe hier reden, dessen Namen ich vergessen habe. Eine Schande, den Namen einer Person zu vergessen. Ah, Elisa, stimmt. Willkommen zurück und gute Arbeit. Willst du uns jetzt helfen? Wir müssen mehr über dieses Relikt erfahren. Habt ihr eure Nexomon geheilt? Was? Lass mich dein Team ganz schnell wiederherstellen. Danke, was ist los? Hast du was? Jemand ist auf dem Weg, um dich zu entführen. Schon wieder, also mach dich bereit. Warte, was? Augen nach vorn, Dummkopfe. Sollten wir nicht einfach abhauen? Wir könnten einfach gehen. Lass sie kommen, okay? La, 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 la. Oh, da sind sie. Hahaha, wir haben sie jetzt, Jungs. Gut gemacht. Oh, dieses kleine Kind dort ist Moritz, das Hauptziel. Ja, Sir. Er war auch im Waisenhaus. Er kann dich nicht... Was? Er kann dich nicht besiegen. Natürlich nicht. Ich kann nicht glauben, dass ihr gegen so jemanden verloren habt. Egal, ich werde beenden, was ihr angefangen habt. Du hast uns auf sie warten lassen? Was ist falsch mit dir? Oh, beruhig dich. Mit denen kommt ihr klar. Hohoho, denk da nochmal drüber nach. Ich habe den Boss noch nie enttäuscht. Ich werde ihm Moritz bringen. Wir müssen wegrennen. Er wirkt viel stärker als die Räuber im Waisenhaus. Bleib ruhig. Wer von uns ist der Hellseher? Kämpf gegen ihn. Okay, wenn uns Hexe Elsa vertraut, Elisa, vertraut, dann wird das auch stimmen, Leute. Dann wird es stimmen. 22 Schaden macht der. Oh mein Gott, Impulssturm. Impulssturm, bitte. Oh Gott. Das waren für den Anfang viel zu viel Schaden, ganz ehrlich. So, wir nehmen dich. Oh, er hat auch gewechselt. Zu Maskut. Ich weiß gerade nicht, welches Dings der ist. Psycho. Psycho-Tool. 16. Oh, 16 zu viel. Aber wir machen eigentlich auch noch recht soliden Schaden dafür, dass sie alle ein bisschen mehr an Lebenspunkten haben. Geschosssam, 11. 23. Oh, 23 tut aber echt weh. So, jetzt weg mit dir. Und du auch. Oh Gott. Ja, ich hätte die andere Attacke einsetzen sollen. Psychoschock müsste eigentlich relativ viel ziehen. Psychobombe meine ich. 8. Oh, 8 ist wenig. Dann Plasma bitte. Danke. Da hat er noch was? Ja, hat er. Das sieht ja cool aus. Das sieht echt cool aus. Das hätte ich ganz gerne im Team. Boah, Alter, wir machen echt guten Schaden mit ihm. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. So, vielleicht entwickelst du dich irgendwann. Deswegen nehme ich dich jetzt. Und du kannst ihm den Rest geben. Sehr gut. Oh Gott, da kommt noch was. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh gut, verfehlt. Perfekt. Ja. Oh Gott, der hat noch was? Junge, der hat viel zu viel. Der hat doch viel zu viel. Ich meine, wir machen ja echt guten Schaden. Und ich bin richtig happy, dass Dayam so cool ist. Aber
So viel kann er jetzt auch nicht mehr ausrichten. So. Stromschlag wird wohl das Schlauste jetzt hier gewesen sein. 13. Okay. Das ist auf jeden Fall. Oh Gott. Der Schaden wird schon wieder weniger. Glatteis, komm. Oh oh. Oh 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 oh. Kurz Angst. Kurz Angst gehabt. Bitte! Ja! Sehr gut. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, wir haben es noch geschafft. Ich fasse es nicht. Ich verstehe nicht. Na kein. Ihr sagt, der Moritz sei schwach. Ich schwöre, dass er damals nicht so stark war. Irgendwas ist anders. Zitze. Du bist nichts als eine Puppe in meinem Plan. Was habt ihr getan, Hexe? Lass es uns so sagen, ich habe Moritz etwas Training gegeben. Ich habe einige wilde Nexomon in meiner Stadt freigelassen und dann Moritz gezwungen, einen Kampf nach dem anderen gegen sie zu führen. Warte, du hast diese Nexomon freigelassen? Und ihr seid jetzt deutlich stärker. Gern geschehen. Ich bin mir nicht sicher, wer hier der Böse ist. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde den Boss nicht enttäuschen. Ich komme zurück. Das ist ein Versprechen. Und du wirst erneut verlieren. Elisa, ne? Du bist ja echt eine Granate, ey. Gute Güte. Selbst ich war nicht sicher, ob du gewinnst. Du siehst nun mal schwach aus, Moritz. Warum versucht jeder, Moritz zu entführen? Das weißt du nicht? Ist doch offensichtlich. Na los, zeig mir dieses Artefakt. Ich hätte nie gedacht, das mal mit meinen eigenen Augen zu sehen. Und wie steht dieses alte Ding in Verbindung mit den Tyranten des Lichts? Wie blind bist du? Ladies und Gentlemen, das ist der Tyrann des Lichts, ihr Narren. Das ist kein Relikt, das ist ein Ei. Oh mein Gott, wir haben das Ei. Es ist also doch ein Ei, ich wusste es. Du meinst, daraus wird ein Tyrann schlüpfen? Exakt. Dieser sogenannte Tyrann des Lichts ist nur eine Legende, eine Geschichte. Aber ihr habt die Möglichkeit, ihn real werden zu lassen. Ihr habt Atlanta getroffen, richtig? Diese Frau hatte auch ein Ei gefunden, aus welchem Nivalis geschlüpft ist. Also könnten wir unseren eigenen Tyranten haben. Ja, theoretisch könnt ihr euren eigenen Tyranten haben. Seid ihr interessiert? Dein Ernst? Natürlich sind wir interessiert. Wie bringen wir ihn zum Schlüpfen? Okay. Dazu kein Wort. Doch. Der erste Schritt ist es, das Ei mit Elementkraft zu bestrahlen. Dafür müsst ihr eine Art Schrein besuchen. Es gibt einige Schreine in der Welt. Einen findet ihr zum Beispiel in Ignit. Ja. Hehe, einen Tyrant aufziehen, das wird die Gilde nicht gerne hören. Aber das ist deine eigene Entscheidung, Moritz. Wenn du dieses Ei wirklich brüten willst, musst du einen Elementschrein in Ignita finden. Und jetzt ab mit euch, ich muss mein Fenster reparieren, die Rechnung schicke ich euch nach. Wow, was sagst du, Moritz? Einen eigenen Tyranten zu haben klingt klasse, aber es wird kein leichter Weg sein. Er wird steinig und schwer. Wir können entweder nach Osten Richtung Ignita aufbrechen oder noch ein paar Quests erledigen. Hui, vergiss nicht deine Belohnung dafür, meine Stadt von den Geistern gerettet zu haben. Du hast sie nicht verdient, aber die Leute wollen dich entlohnen. Okay, danke. Dankeschön. Ja, Leute, jetzt wissen wir, was das Ei wirklich ist. Dass es in Wahrheit ein Tyrann des Lichts ist. Ich meine, besser geht's doch nicht, ne? Oh nein. Ist das nicht diese Reihe? Moritz, was machst du an einem Ort wie diesem? Hey, Dena, weißt du, wie man ein Tyrantenei brütet? Oh Gott, wieso erzählt er alles? Was? Wow, jetzt ist sie verbuggt. Moritz, ein Tyranten aufziehen ist ein super ernsthaftes Verbrechen. Und es ist ziemlich offensichtlich, warum. Aber wir können diesen Tyranten benutzen. Mit ihm können wir die anderen Tyranten ein für alle Mal besiegen. Das ist genau das, was Abtrünnige wie Atlanta dachten. Sie waren Tämer der Gilde wie du und ich. Die dachten, Frieden zu bringen, indem sie diese Monstrositäten nutzten. Überwältigt von der Kraft verloren sie ihre guten Absichten. Und wir haben jetzt ein halbes Dutzend verrückter Tyranten am Hals. Du musst einen Schrein der Elemente finden, Moritz. Warte, du hilfst uns? Ich glaube an euch, was man nicht von anderen Gildenmitgliedern behaupten kann. Also behalte die Sache für euch.
warst du jemals in Ignita, wenn ich mich richtig erinnere, sollte dort ein Schrein verborgen liegen, wo ich habe gerade leichten Schluck auf. Ignitia liegt am Boden eines tiefen Kraters. Der Eingang ist allerdings inmitten der Wüste. Dorthin ist es ein weiter Weg. Ihr solltet euch östlich halten. Klasse, wenn wir diesen Schrein finden, können wir dann das Ei ausbrüten? Die Sache ist ein bisschen kompliziert. Du wirst sehen, was ich meine. Sei einfach vorsichtig, Moritz. Wenn du einen Tyrannen ausbrütest, wirst du viele Feinde gewinnen. Sei dir also sicher bei der Sache. Ich muss los. Viel Glück in der Wüste. Oh, sie ist immer so nett zu uns. Sie hilft uns. Sie unterstützt uns bei allen Dingen, die wir je aushacken. Das ist echt. Die ist ein Fan von uns, Leute. Die ist ein Fan von uns. So, wir werden also nach rechts reisen. Aber erstmal muss ich natürlich hier wieder geheilt werden. Weil sonst sehe ich hier schwarz. Die habe ich gar nicht gesehen. Du hast einen Gierkern erhalten, okay. Und Pudding. Danke. Danke, danke. So, rechts war nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal Richtung Wüste. Ab in die Wüste. Da, 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 da. Oh, hier will jemand kämpfen. Okay, komm. Komm, das machen wir. Ich möchte gerne mein Gekoko endlich entwickelt haben. Was bist du denn? Du siehst so lustig aus. 11 Schaden. Wie viel macht er? Ja, viel mehr. Das ist jetzt nicht so cool. Das ist echt nicht cool, dass er jetzt mehr Schaden macht als ich. 13. Perfekt. Sehr gut gemacht. Oh Gott, wir müssen auch auswechseln, damit du Erfahrungspunkte bekommst. So, wir nehmen hier Rabu. Und mach mal hier geistige Stärke. Oh, der ist ja süß. Der ist echt süß. Oh, den will ich haben. Der ist ja echt süß. Ups. Plasma. Was ist das denn? Oh, Licht. Der ist doch niedlich, Leute, oder? Der ist doch niedlich. Komm. Komm her, mein kleines Bria. Doppelhieb. 7. Oh, 7 ist nicht zu toll. Ach, er wechselt eh aus. Geschoss haben. 11. Und sogar effektiv, okay. Er macht das nochmal. Sehr schön. Das ist nicht so schön hier. Dann bekommt ihr hier halt meinen kleinen Fendreezy zu sehen. 16 Schaden ist echt heftig, wirklich. Aber egal, wir schaffen das. Ne? Fendiose, wir schaffen das. Wir sind doch Profis. Boah, 21 Schaden ist echt. Aua. Super, Fendiose. Ich wollte eigentlich, dass jemand anders die Erfahrungspunkte bekommt. Ja! Ikuko, entwickelst du dich vielleicht? Ja! Ja! Endlich, Leute! Endlich entwickelt er sich. Gekoko hat sich zu Kamelevo entwickelt. Der Name wird ja immer länger. Okay. Dankeschön. Cool, jetzt haben wir einen Gekoko. Wir gehen noch mal kurz heilen. Bevor wir nach rechts weitergehen. Denn der hat uns echt gut Schaden gemacht. Ich habe auch gelesen zu einer Review, dass es besser ist, wenn man sich immer neue Extra Traps fängt, weil die dann schon gelevelt sind. Ich weiß aber nicht, ob ich das so machen will. Eigentlich möchte ich das nicht so machen. Denn ich finde es besser, wenn man auch dann eine Bindung irgendwie zu einem aufbaut oder so. Bei einem Nuzlocke hier zu machen, ne, das wäre aber auch Horror gewesen. Das wäre echt Horror gewesen. Das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Naja. Nach rechts müssen wir weiter. Achso, da unten geht's weiter. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Dieser Wald hier ist echt. Alter Schwede, was ist das denn? What? Ganz schön üble Aussicht, dieses grauen Vakroma, der Tyrann des Abgrunds. Großmeisterin Dena konnte ihn niederschrecken, bevor er die Zitadelle der Unsterblichkeit erreichen und verschlingen konnte. Warum sollte man diese Stadt verteidigen? Die Leute sind, naja, du weißt schon. Hä? Da bin ich überfragt. Dena ist schon immer irgendwie an diesem Ort gebunden. Okay, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. So, Dena ignorieren wir jetzt gekonnt. So.
Wir wollen ja hier auch noch ein bisschen nach vorne kommen. Begleiter Dreadyfoot. Oh, wir haben einen Begleiter, Leute. Den können wir da mal ausrüsten. Nee, da war es nicht. Ich glaube bei Profil. Ah, warte, wir nehmen erstmal den. Den hatten wir noch gar nicht. Der sieht auch cool aus. Warte, da rechts geht es gar nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Dann müssen wir erst nach unten wahrscheinlich. Gehen wir mal hier gucken. Oh, da ist er. Der hat uns ja gesucht. Der kleine Fratz. Der kleine Fratz. Hallo, da bin ich. Moritz, Moritz, schau, was ich gefunden habe. Mein allererstes nächstes Mal. Komm schon, zeig mir, wie man kämpft. Das wird sicher lustig. Aber ist das nicht schön, jemand mit seinem ersten Nixon zu sehen? Los, wir vernichten ihn. Ich glaube, er vernichtet uns, oder? Ein Hase. Niedlich. Auf jeden Fall niedlich. Oh, der Hase ist schon cute, Leute, oder? Also ich würde ihn jetzt nicht so im Team haben wollen, aber außer die Augen. niedlich, echt niedlich. Und unfassbar, wie kann das sein? Das nervt, nächstes Mal nervt. Ich hasse dieses Zeug. Nimm diese Belohnung für all die Probleme. Als ob er uns jetzt eine nächste Trap schenkt. Naja. Viel Spaß bei Elisa. Reparier das Fenster für uns, danke. Naja, egal. Wir haben zumindest ein bisschen Geld wieder zurückbekommen. Was mit dir hier? Vier Geist gegen vier andere. Das ist ein guter Deal. Verschiedene finde ich eh besser. Dankeschön. Tschüss. Okay. Gehen wir unten her? Ja, ne? Und dann immer nach rechts. Ich würde halt ganz gern im Part noch die Wüste erreichen. Ah! Kacke, jetzt bin ich da reingelaufen, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich bin so lost. Ich bin so lost, aber egal. Und er versteckt seine Power, glaube ich. Ist gar nicht gut. Obwohl, es geht noch. Es geht noch. 15, okay. Wir haben es noch. Noch haben wir hier alles klar. Ach, eine coole Qualle. Die ist echt cool. Eine Psycho-Qualle. Nimm mal lieber Feuer. Explosion bitte. Peng. Und nochmal Peng. Oh. Ah, eine Uhr. Süß. Alter, also ich muss sagen, die Designs der Nexomon sind echt cool. Wirklich. Die sind echt sehr, sehr cool. So, schwarze Flamme. Oh Gott. Egal, kritisch. Also, oh Gott, macht der viel Schaden. Heute die Kirabiopi. Zeit, den Leuten zu zeigen, wer du eigentlich bist. Guck mal, du machst schon mehr Schaden als diese Qualle da. Obwohl die ein höheres Level hat als du. Kleines Ding. Super gemacht. Super gemacht. 11 Schaden, okay. 3, ja, ist jetzt nicht so das Wahre. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Du kannst echt stolz auf dich sein. Kleines. So, ich möchte dich endlich hier entwickelt haben, deswegen. Geschossarm. 9, oh Gott. Kein One-Hit machen, danke. Sehr schön. Sehr gut. Nein, nein, nein. Ja. Entwickelst du dich? Nee, ne? Nee, okay. Macht nichts. Macht nichts. So, wir gehen einfach weiter. So, was gibst du uns? Perfekte Beere, geheime Soße. Nee, ich bin mir nicht sicher. Nee, wir lassen dich lieber da. So, hier haben wir nochmal Heilung. Oh, perfekt, dass ich nicht zurückgegangen bin. Das ist echt gut. Was haben wir hier drin?
Ach, das ist so eine Ranger-Basis. Okay. Oh, hier haben wir auch einen Trank. Lecker, licky, licky. Oh, hier haben wir echt viel, oder? Noch ein Mülleimer. Haben wir hier drin. Next to Trap. Boah, wer schmeißt denn sowas Teures da rein, ey? Verstehe ich nicht. Ja? Achso, da geht's gar nicht weiter. Ich könnte mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht irgendwas nach vorne setzen wollen. Aber eigentlich stirbt unser Gekoko eh die meiste Zeit und dann klaut ein anderer die Erfahrungspunkte. Deswegen ist das eigentlich nur in Ordnung, finde ich. Aber hier geht's gar nicht weiter, ne? Nach rechts unten kann ich nicht. Das heißt, wir müssen hier erstmal wieder runterlaufen. Oh, da kann ich nicht runterspringen. Das ist ja hier ein Witz, ey. Nein! Oh, süß, das haben wir aber schon. Tschüss. Tschüss, Ginkuto. Aber hier, ne, also die Routen, die sind hier echt härter. Das ist echt eine harte Herausforderung, den richtigen Weg zu finden. Ach, wir sind draußen aus dem Wald. Hey, schau mal da drüben. Das muss der Weg zur Wüste sein. Der Eingang zu Ignitia ist also irgendwo in der Nähe. Und wenn wir dort einen Schein finden, können wir vielleicht unseren eigenen Tyranten brüten. Wusstest du, dass die Gilde in der Wüste einen Außenposten hat? Wir sollten dort mal vorbeischauen. Okay, dann gehen wir hier noch runter. Ja. Hier ist auf jeden Fall... Gibt es hier so einen Schrein? Wer bist du? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Oh, jetzt sind wir schon in der Wüste, okay. Sturmscherbe. Bin ja gespannt, was es hier für Nexomont gibt. Aber ich würde am liebsten... Ah, komm. In eins laufen wir mal rein. Wir gucken mal. Ah, hier gibt es diesen Lumbi. Okay. Der ist natürlich cool. Aber wir haben auch schon einen Feuertypen, oder? Haben wir den nicht sogar schon gefangen? Ich weiß nicht, jetzt ist er eh weg. Jetzt ist er eh weg. Ah ja, die Feuerkrabbe haben wir, stimmt. Stimmt, ja. So, hier haben wir noch eine Geisterscherbe. Hier haben wir ein komisches Ding. Das ist das Schlimmste. Hey, geht es dir gut? Hey, ein Tyrant hat mich vergiftet. Oh. Wow, gibt es irgendwas, was wir tun können? Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Ihr müsst mir eine Menge Anti-Gift-Tränke bringen. Etwa 5. Wow. Sollen wir ihm die geben? Haben wir 5? Ich weiß es nicht. Ich habe nie welchen benutzt. Nee, haben wir nicht. Okay, sorry. Haben wir nicht. Oh nein, ich muss gegen den ja kämpfen. Okay, dann muss ich mal eben hier heilen. Inventar. Nee, der reicht ja hier. Der reicht ja. Oh, er hat schon die Weiterentwicklung von der Krabbe. Cool. Der Kopf ist ein bisschen seltsam, aber sonst ganz cool. Irritiert, okay. Ist er irritiert, verstehe ich nicht. Oh ne, eine Spinne. Ja. Das war klar, dass mich eine Spinne tötet. Aber dafür habe ich... Ach, dieses Gestein. Ups. Ups, dann war das jetzt nicht die weiteste Entscheidung. Doch. Und wieder die Krabbe hier. Aber die kriegen wir nicht weg. Alter Schwede, ey. Doch. Doch, der ist hier weg. Oh, dieses Dino-Ding. Das ist auch süß. Das ist echt süß. Kann man nicht anders sagen. So, dann... Nee, ich weiß ja, dass es noch einen Viech gibt. Oh Gott, das war ja Wasser. Ich bin so lost. Explosion. Was ist das denn? 100? Ach, der hat sich geheilt. Nicht ihr Ernst. Nicht ihr Ernst. Als ob die sich jetzt die ganze Zeit heilt. Also ich finde das nicht so lustig, dass sie sich jetzt heilt. Was soll denn das? Wieso macht dieses Ding so viel Schaden? So, du bist dran. Mit Psychobombe bitte. Danke. Sehr gut gemacht.
So, Gestein-Typ-Ding hier. Alter, das bringt ja fast gar nichts. Das bringt ja fast gar nichts, da mach ich Kratzer. Guck mal, das bringt mir. Ach, der hat noch was. Jetzt aber Psychobombe 10. Blub, blub, ja, blub, blub, dich weg. Oh Gott, Leute, es sieht nicht so gut aus. Schwarze Flamme. 9. Oh Gott. 15, okay, es ist nicht die Hälfte. Müde, es ist müde, perfekt. Aua. So, Bria, es liegt an dir jetzt, wirklich. Es liegt an dir. Noch ist er müde. 7. Komm, mach bitte ein bisschen. Oh nein. Aber es ist müde, Leute. Es ist noch müde. Es hat verfehlt. Items. Ich muss ihn heilen. Nee, hier. Dich. Danke. Okay, er hat zum Glück gewechselt, das ist gut. Können wir nämlich geschosssam machen. 13, okay, 13 ist nicht genug. Perfekt. Und weg mit dir. Weg mit dir. Oh, danke, ey. Alter, das war anstrengend. Das war echt anstrengend. Okay. Ja, Leute. Liebe Freunde, das war's mit Next Moon Extinction. Wir sehen uns morgen wieder bei Animal Crossing und übermorgen bei Harry Potter. Ich werde das jetzt erstmal so beibehalten. Ab heute auf jeden Fall. Ich werde offscreen zurückgehen und meine Nexomon heilen. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dann, euer Kamito 3 und ciao.